Vielen Dank und ganz herzlich willkommen zur heute hier feierlichen Verleihung der Werner von Siemens Ringe an Jungwissenschaftlerinnen und Jungwissenschaftler. Heute am 13. Dezember 2013, es ist ziemlich genau der 207. Geburtstag von Werner Siemens. Als solcher war er geboren im Jahr 1816. In einem Örtchen namens Lente im damaligen Königreich Hannover, das heißt heute Gehrden und liegt in Niedersachsen natürlich. Und es ist so, alle Jahre am 13. Dezember begeht die Stiftung Werner von Siemens Ring diese Veranstaltung, zeichnet wissenschaftliche Leistungen, Forschungsleistungen aus, alle Jahre wechselnd, mal sozusagen die erwachsenen, großen, fertigen Professoren, die schon auf eine große Forscherkarriere zurückschauen können, und das andere Mal eben Jungwissenschaftler. Also ist es heute ein Tag, an dem wir feiern können. Ganz kurz, die Nachrichtenfrau in mir muss kurz vermerken, wir haben eine Lösung im Haushaltsstreit. Wir wissen zwar noch nicht, was das bedeutet. Wir werden sehen, was das auch für Sie in Ihren Unternehmen oder auch in der Hochschulpolitik oder in der Wirtschaft und für uns Bürger letztlich bedeutet, das müssen wir sehen. Heute Morgen wurde in Polen Donald Tusk als neuer Ministerpräsident vereidigt. Also ein Weg Richtung Europa, eine gute Nachricht. Dann freut mich ehrlich gesagt auch, dass die UN-Weltklimakonferenz in Dubai doch zumindest mit einem Einstieg in den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen ein Ende gefunden hat und man da nicht noch in Verlängerung gegangen ist. Auch da muss man natürlich sehen, was bedeutet es dann. Vor Ihnen steht, ich habe es schon ein, zwei Mal, wie soll ich sagen, bekannt, eine Politikwissenschaftlerin. Also ich habe von Naturwissenschaften, Technikwissenschaften, Ingenieurwissenschaften nur bedingt Ahnung. Ich habe mich natürlich mit Ihnen allen befasst und mich eingelesen, aber bin zugleich froh, dass ich über die Moderation der Gala der Wissenschaft des Deutschen Hochschulverbandes seit vielen Jahren einen kleinen Einblick in ihre wissenschaftliche Arbeit und in die Szene habe. Und von daher finde ich es absolut richtig, dass sie heute die Stiftung eine Mainzerin gebeten hat, hier zu moderieren. Das passt. Mein Weg war kurz. Auch freue ich mich, dass ich im Kuratorium der Stiftung der Johannes-Gutenberg-Universität mitwirken darf. Da habe ich mal einen Magister gemacht, eben in Politikwissenschaft, aber es ist schon sehr lang her. Was erwartet uns? Der Höhepunkt wird die Auszeichnung, die Preisverleihung, eine wirklich feierliche Ehrung von Jungwissenschaftlerinnen und Jungwissenschaftlern, eingebettet in zwei Diskussionsrunden. Ich möchte gerne vorneweg in einem Flug, ohne dass Sie bitten, zwischendurch applaudieren, begrüßen die Preisträgerin des Werner von Siemens Rings vom vergangenen Jahr, Frau Professorin Özlem Türeci, Herrn Staatsminister Dr. Dennis Alt, der den Minister vertritt, der kurzfristig erkrankt ist, sowie den Präsidenten der Johannes-Gutenberg-Universität, Professor Georg Krausch. Und last but not least, bitte die Stiftungsratsvorsitzende, Frau Cornelia Denz, Professorin Denz, bitte kommen Sie zu mir auf die Bühne. Wir starten mit einem kleinen Vorgespräch. Es ist also so, in der Vorbereitung habe ich also auch gelernt, dass die Stiftung Werner von Siemens Ring genau an einem 13. Dezember 1916 gegründet wurde, also zum 100. Geburtstag von Werner von Siemens. Diese Auszeichnungen, die wir auch heute feiern, sind da eine besondere Marke auf diesem Weg über diese vielen Jahrzehnte. Genau, das ist einerseits gegründet worden in dem Andenken an Werner von Siemens, aber nicht nur an die Person, sondern auch an sein Wirken. Und was war er? Eine Persönlichkeit, die von Forschungsideen sehr schnell einen Transfer in die Industrie übernommen hat und von der Industrie dann natürlich auch ins Unternehmertum. Und das ist sozusagen auch der Rahmen, in dem wir Personen auszeichnen. Mit dem Ring alle zwei Jahre hochkarätige Persönlichkeiten, die in einem großen, schon ja, lebenswerkähnlichen Wirken
Grundlagenforschung in die Anwendung geprägt haben, wie eben Frau Türeci mit ihrer Forschung und dann den Weg zu BioNTech und zu dem Corona-Impfstoff genommen hat. Und das sind Beispiele, die über die Jahre dann ausgezeichnet wurden. Ich möchte an dieser Stelle auch wirklich alle, die uns zuschauen, auf YouTube im Livestream herzlich grüßen. Denn das ist ja auch ein Zeichen eines modernen Weges, den Sie gehen. Ich habe mir natürlich Ihre Stiftung angeguckt im Netz. Sie sind vielfach vertreten und diese Veranstaltung wird eben auch auf YouTube live übertragen. Heute zeichnen Sie Jungwissenschaftler aus. Das hat was mit Zukunft zu tun. Genau, das hat was mit Zukunft zu tun. Die Zukunft ist sozusagen in den 70er Jahren eingeleitet worden. Da hat man gesagt, ja, diese jungen Menschen, die übertragen ja auch Ideen in Anwendung, in Technik. Und das sind oft Ideen, die die Zukunft gestalten werden. Dass man diese auch einerseits auszeichnet, aber auch in das Netzwerk derjenigen, die schon den Ring erhalten haben, mit integriert. Das war in den 70er Jahren. Heute würde man vielleicht nicht mehr Jungwissenschaftlerinnen, Jungwissenschaftler sagen, vielleicht High Potentials oder zumindest Personen, die ja in jungen Jahren schon Herausragendes geleistet haben. Und das wollen wir ja auszeichnen. Es sind sozusagen zwei Arten von Vorbildern. Die einen, die schon vieles geleistet haben und schon weit gekommen sind, und die anderen, die noch am Start sind, dafür aber noch jüngeren auch ein gutes Vorbild sein können, weil sie ja gerade noch auf dem Weg sind und trotzdem aber schon ganz tolle Ergebnisse geleitet haben zu Themen oft, die die Zukunft betreffen. Wissenschaftliches Arbeiten, Forschungsarbeit kann ja nur vernetzt laufen, und das ist natürlich dann auch eines Ihrer Ziele. Genau, die Vernetzung der Leute, die sich hier in der Stiftung treffen einerseits, aber auch die Vernetzung derjenigen, die an denselben Themen arbeiten. Und das ist, glaube ich, heute ganz wichtig, wenn wir uns fragen würden, Werner von Siemens hat sich sehr viel für die Elektrizität stark gemacht, als diese gerade am Starten war. Für was würde er sich heute stark machen? Sicherlich für regenerativen Energie, für Umwelt- und Klimaschutz, vielleicht für Digitalisierung, vielleicht für Quantentechnologien. Und das haben wir heute auch ein bisschen in der Palette der Preisträgerinnen und Preisträger. Dass das auch als Themen vorkommt, dann sieht man, die sind auch Vorreiterinnen und Vorreiter. Das heißt, wir starten jetzt gleich in unsere erste Podiumsdiskussion. Und dazu bitte ich die Ringpreisträgerin vom vergangenen Jahr, Frau Professorin Özlem Türeci, zu uns auf die Bühne, Herrn Staatssekretär Dr. Alt und Herrn Professor Krausch, den Präsidenten der JGU hier in Mainz. Ich habe mir so überlegt in der Planung, liebe Damen, dass wir Sie beide außen Platz nehmen und wir die Herren in unsere Mitte nehmen. Herr Dr. Alt, Herr Professor Krausch, einverstanden so. So, wir haben 20 Minuten und wollen über die Innovationskraft an den Universitäten nachdenken. Ich würde gerne Frau Professorin Türeci als allererste fragen. Sie haben natürlich im letzten Jahr den Preis erhalten. Wir kennen Sie als BioNTech-Gründerin, als Unternehmerin. Wir alle wissen, dass Sie uns ja den Impfstoff dann in Lightspeed-Geschwindigkeit im Jahr 2020 bereitet haben. Sie sind Forscherin und Unternehmerin. Sie kennen die Universitäten, haben aus der Uni Mainz heraus in einem Team mit ihrem Mann, Professor Schein und Professor Huber, die allesamt auch noch Ehrenbürger der Stadt Mainz wurden, in diesem Kontext schon vor 20 Jahren eine erste Ausgründung betrieben. Wie haben Sie den universitären Betrieb zunächst erlebt? Also wie schwer war das für Sie, aus der Uni raus ins Unternehmertum zu gehen? Das war nicht ganz so einfach, weil gerade auch als wir gestartet sind, wir haben unsere erste Firma 2001 gegründet, da gab es in Deutschland dieses Technologietransferthema in quasi angewendeter Form noch nicht. Und auch die Uni Mainz musste da erst Erfahrungen sammeln und wir mussten Erfahrungen sammeln. Es gab auch keine Investorenszene, was ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn man ausgründen muss, wenn man ausgründen möchte. Das heißt, es war ein Learning by Doing. Was uns geholfen hat, war, dass wir auf der Universitätsseite, wenn man jetzt den reinen Ausgründungsaspekt sich anguckt aus dem Akademischen, dass wir auf der Universitätsseite sehr patente, pragmatisch denkende Personen hatten,
die mit uns zusammen quasi den Weg gefunden haben, wie macht man das eigentlich? Muss der Forscher, der ausgründet, dann ganz aus der Universität aussteigen? Muss der in ein Silo, in seiner ausgegründeten Firma? Behält man diese Kontakte bei? Weil das ist ja eigentlich der Platz, von dem auch Inspiration genährt wird, das akademische Umfeld. Wie macht man das technisch? Wie beteiligt man sich? Ist es so, dass man dann quasi direkt Patentauszahlungen möchte oder sagt man, wir profitieren als Universität dann, wenn tatsächlich Wert geschaffen wird? All das waren ganz wichtige Fragen, die wir dann quasi gemeinsam zum ersten Mal angegangen sind. Und das hat diesen Weg erleichtert. Man muss natürlich sehen, es ist ja eine ganze Wertschöpfungskette. Das heißt, die Ausgründung aus der Universität ist die erste Hürde. Die nächste Hürde ist, Investition zu finden. Dann geht es weiter damit, dass man über Jahre mit hohem Risiko sich weiter finanzieren muss. Also da kommt Venture-Kapital ins Spiel, dann kommt Upscaling ins Spiel und ganz, ganz viele Themen, durch die man hingehen muss. Und dann ist natürlich die Frage, wie sind die allgemeinen Rahmenbedingungen in Deutschland? Jetzt würde ich dazu gerne den Präsidenten der JGU hier in Mainz ins Gespräch holen, Herrn Professor Krausch, der seit 16 Jahren an der Spitze dieser Universität steht, also diese Ausgründung und dieses Erfolgsmodell sozusagen vorgefunden hat. Aber wie, Herr Professor Krausch, sind die Bedingungen aus universitärer Sicht für solche Erfolgsgeschichten? Also ich habe nicht nur vorgefunden, Tron haben wir schon gemeinsam gegründet, 2008 glaube ich, und einiges andere dann mitbewegt im Laufe der Zeit. Ich glaube, die Bedingungen sind anders geworden. Es ist, wie Frau Türeci sagt, das Thema ist viel, viel aktueller, viel, viel mehr auf der Tagesordnung. Und wir machen seit einigen Jahren beispielsweise mit bei dem sogenannten YES-Programm. YES steht für Young Entrepreneurs in Science. Wie wäre es, wenn ich von meiner Doktorarbeit leben müsste, im Sinne einer Selbstständigkeit? Das ist ein Programm der Falling Walls Foundation, wo wir als Pilothochschule ganz früh mit eingestiegen sind und immer wieder so zwischen 10 und 20 junge Doktorandinnen und Doktoranden aus allen Fächern, das sind nicht nur die klassisch angewandten Fächer, das sind auch Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften dabei, die dann mit Unternehmen zusammen, bei uns ist das insbesondere Schott und Böhringer Ingelheim, die dann Leute rein entsenden, dann sind die zwei Tage zusammen und sind in so einer Arbeitsgruppe und überlegen sich, was wäre eigentlich, wenn ich von meiner Doktorarbeit leben müsste. Wie geht das? Die Idee ist, den Virus der Selbstständigkeit, die Idee der Selbstständigkeit in die Köpfe zu bringen. Sowas gab es vor 20 Jahren nicht. Da sind wir heute einen Schritt weiter. Womit ich aber bitte gleich bei dem großen Thema der Finanzen wäre, denn darum geht es ja meistens. Ideen, die dann ja auch weiter ausgearbeitet werden müssen, an denen man mal auch eine Weile arbeiten muss, zu finanzieren. Sieht dieses YES-Programm da auch Fördermöglichkeiten vor? Nein, also Fördermöglichkeiten im Sinne von Investments nicht. Das kostet natürlich selbst auch Geld. Das wird bezahlt zu gleichen Teilen vom BMBF, also vom Bundesministerium und von den Partnerindustrieunternehmen, die da mitmachen. Die finanzieren aber nur sozusagen wirklich diese Art von Austausch und, wenn Sie so wollen, Fortbildung der jungen Leute. Risikokapital stellt die öffentliche Hand so nicht zur Verfügung. Das ist auch, glaube ich, große Schwierigkeiten. Ja. Mit der Haushaltsordnung des Landes. Damit wären wir beim Land, bei Herrn Staatsminister Dr. Dennis Alt. Danke, dass Sie Ihren Minister mal eben schnell vertreten. Sie haben mit der Unimedizin hier in Mainz recht viel zu tun. Sie wissen auch, das Thema die Koordinate Finanzen ist ein existenzielles. Als Politikvertreter haben Sie ja ein Interesse an einer funktionierenden Wissenschaftslandschaft, denn daraus generiert sich ja auch, ich sag mal, Wohlstand. Daraus generieren sich künftige Arbeitnehmer, Ideen, die hier sitzen, Innovationen, die in Unternehmen umgesetzt werden. Wie sehen Sie da die Förderbereitschaft der öffentlichen Hand?
Also ich finde es sehr gut, dass wir auch über den Beginn dieser Prozesskette jetzt an dieser Stelle sprechen und dass Sie das auch in den Mittelpunkt unserer Diskussion ein Stück weit sprechen. Häufig stellt sich ja die Frage, wie entstehen Unternehmen, wie entstehen Innovationen, aber man braucht natürlich zuerst mal etwas, was man in die Translation geben kann. Man braucht Forschungsergebnisse, man braucht gute Forschung, Grundlagenforschung, wie Herr Professor Krausch gesagt hat, und das ist eben schon Aufgabe der öffentlichen Hand, hier auch entsprechende Freiräume zu schaffen. Und in einer Welt, in der Ressourcen nicht unbegrenzt sind, eben auch gewisse Schwerpunkte einmal zu setzen. Und ich glaube, dass Rheinland-Pfalz das in den letzten 10 Jahren ganz erfolgreich gemacht hat. Wenn man sieht, wie die Biotechnologie sich hier entwickelt hat, da gehören natürlich so herausragende Persönlichkeiten dazu, wie Frau Türeci, wenn ich das jetzt mal sagen darf. Es gehört auch dazu, dass ein Ökosystem irgendwann mal initiiert wird und die öffentliche Hand und die öffentlich finanzierten Einrichtungen auch ein Stück weit auf das richtige Pferd setzen. Und hier haben die Johannes-Gutenberg-Universität, aber auch die Universitätsmedizin, die ja auch ein Teil der Johannes-Gutenberg-Universität ist, und auch außeruniversitäre Forschung alle eine ganz wichtige Rolle gespielt und dieses Ökosystem eben gemeinsam herbeigeführt. Das Entscheidende ist die Zusammenarbeit von vielen Einrichtungen, auch von öffentlich finanzierten Einrichtungen, und jeder muss seine Kompetenzen mit einbringen. Die klinischen Stärken bei der Unimedizin, Grundlagenforschung der Universität und das, was die außeruniversitäre Forschung beiträgt. Es geht ja darum, Wissenschaft und Wirtschaft zusammenzubringen. Und hier würde ich gerne Frau Professorin Denz fragen, die ja auch Präsidentin der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig ist und damit ja, ich sag mal, in der Form auch die Bundesebene kennt. Sehen Sie da genügend Anreize der Kooperation? Also tatsächlich denke ich, dass ganz wichtig ist, dass außeruniversitäre Forschungseinrichtungen die Schnittstelle zu den Universitäten bilden, um diese Idee von, ja, der Grundlagenforschung zur Ausgründung mit hinzuzufügen. Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt ist die Einrichtung, die für das Messen, die Qualität des Messens bekannt ist. Die meisten kennen sie, dass sie die Zeit misst. Sie beschäftigt sich aber auch mit neuen Themen, zum Beispiel auch mit den Quantentechnologien. Das ist ein ähnliches Ökosystem, wie es eben im Moment auch ist mit der Biotechnologie. Und wenn dann in einer Region sozusagen eine starke Clusterung ist zwischen universitärer Forschung und außeruniversitärer Forschung, dann kann man zusammen weitergehen. Denn die außeruniversitären Forschungseinrichtungen, auch die PTB, die ja eine Behörde ist, die zum Wirtschaftsministerium gehört, hat natürlich Möglichkeiten, auch selbst mit Ausgründung umzugehen in ihrer Einrichtung, kann ja auch unterstützen. Und für die Quantentechnologien gibt es eben jetzt ein Hub, dass wir 15 Ausgründungen in Braunschweig ansiedeln können, weil das eben die Technologie außenrum ist, die Universität ist nah, die Forschungseinrichtung ist nah, die Uni Hannover ist auch nicht weit, und gleichzeitig kann man aber auch in einer Forschungseinrichtung ganz anders Infrastrukturen nutzen bei einer Ausgründung. Das ist ein Tick leichter als an den Universitäten. Darf ich da gleich mal wieder nach der Wurzel fragen, nämlich der Finanzierung? Das ist ja wunderbar, wenn es außeruniversitäre Einrichtungen gibt. Wie tragen die sich? Kann man das vielleicht an einzelnen Beispielen mal beschreiben? Es sind natürlich ganz verschiedene Einrichtungen. Man kann sagen, dass ein Max-Planck-Institut noch mehr in der Grundlagenforschung ist als ein Fraunhofer-Institut. Aber dort, wo die Nähe zur Industrie da ist, kann man eben viel mehr gemeinsam auch tun, Industrie gewinnen, die an einem Thema mitarbeitet, und mit denjenigen, die ausgründen, das auch zusammenführen. Und ich glaube, das ist die Stärke der mehr angewandten Einrichtung, und die Grundlagenforschung, die man auch braucht für die nächste Generation von Innovation, die kommt dann eben durch die Kooperation mit den Universitäten hinein. Also man braucht beides, man braucht den langen Atem in der Grundlagenforschung, um zu Innovation und dann zur Anwendung zu kommen, dann zur Ausgründung, aber auch das Umfeld, um die Ausgründung leicht zu machen, wenn sie denn zum Beispiel an Universitäten auch junge Leute inspiriert, wie man Entrepreneur werden kann, was man dazu braucht, lernen können und können dann den Schritt zusammen wagen mit denjenigen, bei denen auch Ausgründungen vielleicht mit so einer Einrichtung noch gekoppelt sind, wo man beides tun kann. Auch in der PTB kann man ausgründen, kann zunächst mit einer halben Stelle die Gründung wagen, hat auch noch einen sicheren Teil, und wenn die Gründung dann erfolgreich ist, kann man pausieren auf der Stelle, und wenn dann alles klappt, dann hat man ganz gegründet, aber wenn es nicht klappt, dann hat man eben auch die Möglichkeit, in der Forschungseinrichtung weiter an Themen zu arbeiten. Ich glaube, sowas braucht es, weil es ja ein Risiko ist. Frau Türeci hat es ja sehr gut gesagt, und dieses Risiko alleine zu tragen, ist natürlich eine große Last. Die macht auch nicht allen Spaß, aber wenn es solche Kombimodelle gibt, glaube ich, trauen sich auch mehr, das zu tun. Grundanliegen auch der Stiftung ist ja, Vernetzung zu fördern, Kontakte herzustellen. Frau Türeci, wenn Sie jetzt zurückdenken an Ihre
Gründungszeit, als Sie wirklich ja eben vor 20 Jahren, vor über 20 Jahren mit ersten Ideen, auch dann mit einer ersten Ausgründung, das war Tron und Ganymed. Dann davor Ganymed. Erst Ganymed. Okay. Erst Ganymed, genau. Starteten. Wie haben Sie das gemacht? Also woher haben Sie den Mut genommen? Also wenn man jetzt auch an die Jungwissenschaftler denkt, was würden Sie raten? Rausgehen, Kontakte, Wirtschaft, wen spricht man wie an? Also erstens ist es ganz gut, dass wir damals nicht wussten, was auf uns zukommt. Also eine gehörige Portion Naivität hilft einem da schon, die ersten Schritte zu machen. Und es war im Grunde in unserem Fall wirklich learning by doing. Einfach Personen anstellen, ansprechen aus den Bereichen, aus denen wir Hilfe brauchten, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und wir haben in dieser ersten Phase schon so eine Art Netzwerk von potenziellen Unterstützern, die uns dann auch lange noch begleitet haben in die nächsten Firmengründungen aufgebaut. Und es ist wirklich aktives Herbeiführen, Strukturen, Ansprechpartner sind nicht von vornherein da, sondern es muss einem klar sein, dass man Hilfe sucht. Also ich sage mal, die Kultur, die Innovationskultur hat sich ja komplett geändert. Wir leben jetzt in einer Zeit der Start-ups, von Crowdfunding und. Ist es heute umgekehrt? Sehen Sie junge Wissenschaftler, bei denen Sie sagen, oh, interessante Projekte, wird da was an Sie herangetragen? Und Sie sagen, ja, das Team könnten wir, ich weiß, dass Sie großen Wert auf den Teamgedanken legen, da ist eine Idee in einem Team, das könnte interessant für uns sein. Ist es umgekehrt vielleicht auch so, dass Sie jetzt aus Ihrem Unternehmerdasein heraus junge Wissenschaftler fördern, anbinden? Also wir haben die jungen Wissenschaftler in unserer Firma. Wir sind so aufgestellt, dass wir sehr viel Wert auf interne Forschung und zwar auch freie Forschung, sage ich mal, nicht gerichtet legen. Das heißt, wir haben unseren Think Tank. Wir haben hier ein Ökosystem mit dem Tron, mit dem Hytron, mit der Universitätsmedizin, in dem sehr viel innovationsfähige Impulse entstehen. Und das ist quasi das Umfeld, das uns dann auch inspiriert und weitere Impulse hineinbringt. Wenn Sie jetzt sagen, wie ist das eigentlich heutzutage mit Innovation und die Möglichkeiten, die sie hat, in Gründungen hineinzugehen. Das hat sich in einigen Bereichen sehr gebessert, in den Bereichen, in denen man nicht große Fördermengen oder Finanzierungsmengen braucht, also zum Beispiel Medizintechnik, IT, in Bereichen, die uns betreffen, Arzneimittelentwicklung, wo man dann tatsächlich, bis man etwas Fundiertes hat, dreistellige Millionenbeträge einsetzen muss, hohes Risiko hat, nur einer von 50 Dingen, die man da auf den Weg bringt, erreicht überhaupt irgendwann mal den Markt, da ist es nach wie vor schwierig. Welche Rahmenbedingungen, Sie kennen es ja nun mal wirklich intensiv über jetzt lange Zeit, müssten sich da ändern? Was würden Sie sich von der Politik wünschen? Also ich glaube, wir haben, was Forschungsinfrastrukturen angeht, da sind wir sehr gut aufgestellt. Es fehlt hier in Deutschland nicht an Ideen, an Erfindungen, an guter Wissenschaft. Die Durststrecke, und das ist nichts Neues, dieses Death Valley, ist in der Tat, wenn man ausgegründet hat und dann die Innovation tatsächlich realisieren möchte. Und es tut mir leid, dass ich als Wissenschaftlerin schon wieder bei der Finanzierung lande. Ja, das ist aber das ist in der Tat das Bottleneck. Und ich glaube, man kann an die Politik nicht herantragen, dass sie das finanziert. Das geht rein konzeptionell nicht. Aber Rahmenbedingungen zu schaffen, zum Beispiel eine Biotech-Firma, die Arzneimittel herstellt, entwickelt, die ist alle 2 Jahre in einer nicht mehr ganz positiven Fortführungsprognose, quasi fast bankrott. Und das ist quasi das Geschäftsmodell, weil wir ja über Venture-Kapital uns viele Jahre finanzieren müssen. Und die Rahmenbedingungen in Deutschland sind einfach nicht so
dass sie das auffangen. Die sind dafür nicht geeignet. Das wären Impulse, wo man ansetzen könnte. Herr Professor Krausch, von Seiten der Universität, wenn ich jetzt höre, es beginnt schwierig zu werden, wenn man eine Idee hat, ein kleines Unternehmen hat und die Ausgründung ist sozusagen fertig. Wie könnte man als Universitätsbetrieb da noch weiter begleiten? Oder es müsste ja auch ein eigenes Interesse sein, seitens der Wissenschaft, dann wiederum von den neuen Erkenntnissen auch zu profitieren. Also die Problematik, die Frau Türetti anspricht, dass man zwischenzeitlich sehr viel Geld braucht. Die Summen, die bei Ihnen in Rede stehen, sind mehr als mein Jahresetat an der größten Landesuniversität. Also das ist nicht das kann die öffentliche Hand in der Tat nicht leisten. Das Loch können wir nicht stopfen. Ich wäre auch nicht ganz bei Ihnen, was den Kulturwandel betrifft. Ich glaube, wir haben, also Frau Türetti hat es eins angesprochen, das ist die Frage, haben wir die richtigen Rahmenbedingungen für Venture Capital beispielsweise in Deutschland nicht. Aber als zweites, was wir, glaube ich, noch nicht haben, das ist überhaupt die Kultur des Ausgründens. Also wenn jemand kommt, dann gerade eine Familie gegründet, ein Haus gekauft und sagt, ich mache mich jetzt selbstständig, dann ist die klassische deutsche Reaktion, um Gottes Willen, kannst du das wirklich leisten? So? Nicht in den USA wäre die Reaktion, oh, was machst du, kann ich investieren? Ja, und wenn man scheitert, dann ist das in Deutschland halt gescheitert. Ich habe es eh gewusst, dass der scheitert. Nicht in den USA heißt das, was machst du jetzt? In was kann ich als nächstes investieren? Ich meine, das ist ein bisschen holzschnittartig, aber wir haben diese Kultur nicht. Wir haben weder die Kultur des Scheiterns, dass das ganz normal ist, Konkurs zu machen. Gehört dazu, wenn man ausgründet. Ja, es kann jederzeit passieren, ist nichts Böses. Und wir haben auch nicht die Kultur, Leute zu ermutigen und zu unterstützen, wenn Sie sagen, Sie haben ausgegründet, ist man sagt, hey, super, sondern wir sind eher bedenkenträgerisch unterwegs. Mhm. Nicht? Und das ist, glaube ich, etwas, was sich ändern muss, neben dem, dass junge Leute überhaupt auf die Idee kommen müssen, sich dem zu stellen. Also, und wenn ich dann weiter bin, dann ist die Frage, wie komme ich durch dieses Tal, wo es einfach wahnsinnig viel Geld kostet, was ich nur von Leuten mit sehr viel Geld überhaupt kriegen kann. Also das, Herr Professor Krausch, war jetzt dann erst einmal, wie soll ich sagen, ein Negativ-Statement von wegen, was wir nicht haben. Ich würde jetzt gerne die kurze Schlussrunde mit, also kombinieren, ein Fazit, was ist uns in Sachen Innovationskultur in Deutschland, wie können wir Forschungstalente besser fördern, wie können wir Forschung besser fördern, wie können wir das jetzt nochmal positiv drehen, dass eben Jungtalente, Jungwissenschaftlerinnen motiviert sind, ihre Idee ja erstmal in den universitären Strukturen und dann im besten Fall über die Gründung eines Unternehmens dann der Gesellschaft zugänglich und damit eben auch zum Wohlstand und zum Wohlergehen des Ganzen beitragen können. Also ein positiver Gedanke in Kombination mit einem Fazit, bitte. Darf ich jemanden zitieren? Ich war vor einigen Jahren beim Präsidenten des Weizmann Institute of Science in Rehovot bei Tel Aviv. Das Weizmann-Institut ist die Nummer 2 in der Welt bezüglich der Revenues, also dem Rücklauf an Geld aus Patenten und Ausgründungen. Und ich habe den Präsidenten gefragt, wie machst du das? Und er hat gesagt, ich hole mir die besten Leute und lasse sie tun, was sie tun wollen. Und wenn ich daran denke, wie Christoph Huber hierher gekommen ist und wie Özlem Türeci und ihr Mann hierher gekommen ist, das war, glaube ich, genauso. Man hat die besten Leute geholt und hat sie tun lassen, was sie für richtig erachten. War ein super Erfolg. Also Freiheit. Freiheit ist die Grundlage jeder vernünftigen Forschung, natürlich. Und aber auch, Herr Staatssekretär Dr. Alt, Geld. Geld ist ja sehr häufig der Schlüssel zu bestimmten Resultaten und es ist auch zufälligerweise immer knapp. Ich glaube, wenn wir in so einer kurzen Fazitrunde sind, dann muss man sehen, dass wir in diesem wissenschaftlichen Ökosystem ganz offensichtlich gut vorangekommen sind. Was wir wahrscheinlich noch viel mehr brauchen, ist ein gesellschaftliches Verständnis über den Wert von Innovationen. Und wenn man das herbeiführt, was man übrigens nicht nur mit Geld herbeiführen kann, dann muss mit man Freiheit. Sehen, Freiheit mit brauchen Freiheit, wir, Geld brauchen wir. Freiheit für die Wissenschaft, die auch ständig bedroht ist. Also das muss man vielleicht auch bei so einer Veranstaltung mal sagen. Ja. Ich glaube, man muss sehr früh anfangen, Neugier zu wecken, auch bei Kindern schon sehr viel ausprobieren, anzureizen, die viel mehr machen lassen. Das, was Herr Krausch bei den Grundlagenwissenschaftlern meint, muss man wahrscheinlich schon bei Schülerinnen und Schülern anfangen, sie viel stärker machen zu lassen, sie ermutigen, Dinge auszuprobieren,
Und letztlich ist es, wenn wir über diese Kulturfrage sprechen, dann wahrscheinlich auch etwas, was Finanzierungsbedingungen später beeinflusst, wenn sich das sozusagen fortsetzt bei Leuten, die ein Unternehmen haben, ja, und auch vielleicht irgendwann dann aufgrund ihres wirtschaftlichen Erfolgs über Mittel verfügen, die dafür ein Verständnis haben, dann haben wir natürlich auch einen tollen Kontakt zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, der sich für Wissenschaft auch wieder lohnt. Ein wunderbarer Gedanke. Wenn Sie, Frau Professorin Türeci, jetzt einen Rat an einen der jungen Wissenschaftler geben dürften, die jetzt ja gleich ausgezeichnet werden und damit ja auch in eine, das ist ja heute die Auszeichnung, ist ja schon mal eine Anerkennung für die Forschungsleistung. Wenn Sie ihnen aber einen Rat mit auf den Weg geben dürften, der dann sozusagen hier auch die Runde zumacht. Dann würde ich sagen, der nobelste Zweck, den Wissenschaft überhaupt hat, ist, den Menschen zugute zu kommen. Und das bedeutet immer Translation, das bedeutet immer von Wissenschaft in Wirtschaft. Und darum würde ich Ihnen zurufen, traut euch. Gut, das nehmen wir an. Ich danke Ihnen, Frau Türeci, Herr Dr. Alt, Herr Professor Krausch. Vielen Dank. Und jetzt darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen, Sie drei. Und wir beide, Frau Professorin Denz, schreiten zur Ehrung. Genau. Jetzt kommen wir zum Höhepunkt der Veranstaltung, zum Herz. Also ich weiß, seit 1978 zeichnet die Stiftung Werner von Siemensring Talente in diesem Bereich der Technik und der Naturwissenschaften aus. Es gibt jeweils 10.000 Euro für jeden der Preisträgerinnen und Preisträger. Und bislang wurden 137 junge, talentierte Forscherinnen für ihre Leistungen in technischer Forschung und Entwicklung ausgezeichnet. Ich glaube, wir gehen so ein bisschen hier zur Seite, denn wir beginnen jetzt mit Frau Professorin Janine George von der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Sie ist Professorin für Materialinformatik. Und es geht um Materialdesign mit computerbasierten Methoden. Und das wollen wir zunächst im Film kennenlernen. Bitte. Janine George forscht an der Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung in Berlin und lehrt an der Friedrich-Schiller-Universität Jena computergestütztes Materialdesign. Eigenschaften von Materialien sagt sie mittels Supercomputer und der Quantenmechanik vorher. So beschleunigt sie die Entdeckung und Entwicklung neuer Materialien durch die Kombination von maschinellem Lernen und Data Science. Denn diese Methoden machen langwierige experimentelle Untersuchungen im Labor überflüssig. So kann viel schneller als bisher nach neuen Werkstoffen für die Energiewende gesucht werden. Zum Beispiel nach nachhaltigen Materialien für Batterien oder Solarzellen. Dabei können gezielt Umweltaspekte wie die Toxizität oder die Knappheit bestimmter Rohstoffe berücksichtigt werden. Janine George knüpft an aktuelles chemisches Wissen an. Durch computergestützte Methoden kann sie es schneller nutzen als bisher. Die Materialinformatik ist ein interdisziplinäres Feld. Neben der Informatik ist ein Verständnis der Materialien selbst sowie der Physik und Chemie erforderlich. Diese Forschung ist Teamarbeit. Das ist es, was Janine George gerade gefällt. Im Team Neues zu erforschen und Probleme zu lösen. Herzlichen Glückwunsch, Frau Professorin George. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Sie bekommen jetzt hier den Preis überreicht. Genau. Den Werner von Siemens Ring als Jungwissenschaftlerin. Ja, man muss sagen, es ist nicht der Ring, es ist eine Medaille. Aber Frau George, ich sage noch, die Auszeichnung erfolgt in Anerkennung Ihrer herausragenden Arbeit zu innovativen Materialdesign in computergenerierten Methoden. Das ist erstmal die Urkunde. Herzlichen Glückwunsch. Und dazu gehört dann immer noch eine Medaille. Und diese Medaille soll natürlich genau den Spirit haben. Auf der Vorderseite sieht man Werner von Siemens, auf der Rückseite sind Sie dann, als die junge Wissenschaftlerin, die genau in diese Fußstapfen tritt. Ja, vielen nochmal Dank. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Genau.
dann ganz genau. Eine kurze Nachfrage, bleiben Sie bitte bei uns. Genau, genau. Halt haben wir schon ein schönes Foto? So. Machen noch ein schönes Foto bitte. Ja, das ist ganz wichtig. Ja. Und eine kurze Nachfrage, bleiben Sie hier bei uns. Was war Ihr ursprüngliches Studium? Chemie, Physik, Informatik? Ich habe Chemie studiert, aber auch Kurse der Informatik belegt, um eben auf dem Feld dann Fortschritte zu machen. Und aktuell arbeite ich tatsächlich in der Physik. Und, wie konnte es dazu kommen? Das ist ja über die, interdisziplinär. Über die Computerchemie tatsächlich. Und die Festkörper, Chemie und Physik, die da sehr stark verbunden sind, die dann auch wieder zu den Materialwissenschaften verbunden sind. Und dann eben auch unter dem Titel Materialinformatik zusammengefasst werden können. Gut, also ich lerne heute sehr viel, das habe ich ja schon einmal erklärt. Herzlichen Glückwunsch nochmal, vorsichtig mit der Stufe. Und ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen, denn wir werden ja später noch ein bisschen diskutieren. Genau, und ich habe auch wieder beschlossen, dass wir die Herren in die Mitte nehmen. Sehr gut, Frau Professorin George. Wir kommen nun zur zweiten Preisverleihung an Herrn Dr. Markus Grum von der Uni Potsdam. Wirtschaftsinformatik hat er studiert, das konnte ich verstehen aus der Vorbereitung, hat sich mit KI-basierten Anwendungssystemen befasst und wird für seine Arbeit zu künstlichen neuronalen Netzwerken ausgezeichnet. Auch das müssen wir ein bisschen mehr verstehen und können das jetzt im Film, bitte. Markus Grum forscht an der Universität Potsdam. Sein Konzept des neuronalen Modellierens ist ein flexibler und effizienter Ansatz zum Simulieren und Optimieren von Prozessen mit Hilfe von neuronalen Netzwerken. Eine bahnbrechende Entwicklung für einen scharfen Blick in das Innere einer künstlichen Intelligenz. Die kleinsten Vorgänge sowie der Transfer von Wissen innerhalb komplexer KI werden so sichtbar und das Verhalten von künstlichen neuronalen Netzen erklärbar. Menschen können so die Aktivitäten von KI nachvollziehen und steuern. Mit seiner Forschung zu prozessorientierter KI-basierter Systemgestaltung hat Markus Grum ein neues Forschungsfeld mit enormem Potenzial für fehlertolerante und gänzlich durch KI gesteuerte Technik eröffnet. Dies ermöglicht sich selbst optimierende Prozesse, Software oder Produktionsanlagen. Die prototypische Umsetzung als Industrie 4.0-Anlage zeigt, während herkömmliche Simulations- und Steuerungsansätze in ihrer Genauigkeit begrenzt waren, können Simulationen nun mit einer nie dagewesenen Genauigkeit erstellt werden. Die Anwendung auf unerklärliche oder von Menschen nicht erfassbare Prozesse ist vielversprechend. Markus Grum motiviert, dass so neuartige Erklärungsansätze und realistischere Erkenntnisse in allen Bereichen der Gesellschaft gefunden werden können. Herzlichen Glückwunsch an Herrn Dr. Markus Grum. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich lese kurz auch noch die Laudatio vor. Die Auszeichnung erfolgt in Anerkennung seiner herausragenden Arbeiten zur KI-basierten Gestaltung von Anwendungssystemen. Vielen Dank. Ich freue mich sehr. Und hier auch die Medaille dazu, die können wir auch noch mal aufmachen. Gucken. Genau. Ja. Toll. Danke. Genau, können wir auch so machen. Genau. Mit Herrn Dr. Grum konnte ich im Vorgespräch schon mal einiges klären. Man fragt sich also, Wirtschaftsinformatik studiert, aber dann kam auch dies und das dazu. Im Bachelor war es der Wirtschaftsinformatiker, im Master dann an der TU Berlin der Informatik und an der Universität Potsdam BWL. Also ich habe den Gedanken von der Wirtschaftsinformatik vorangetragen und wollte den zur Rechnung tragen. Okay, zwei Studienabschlüsse parallel, machbar. Ich stehe hier. Guter Mann, ich darf Sie bitten, Dankeschön. Platz zu nehmen. Das werden wir dann alles noch im Detail besprechen. Kommen jetzt zum dritten Preis an Herrn Dr. Florian Schiek von der Bosch-Forschung. Einer von 1700 Fachleuten. Er ist Research Engineer und Project Lead
bei Bosch Research, arbeitet damit an technologischen Megatrends, an der Welt von morgen. Innovationen sind also quasi sein Job. Mit der Doktorarbeit hat er zur Entwicklung neuer V2X-Dienste beigetragen. Jawohl, jetzt muss man sagen. Verbesserte Satellitennavigation, Warnung vor kritischen Verkehrssituationen, kurz vernetzte, intelligente Transportsysteme sind sein Ding und dafür wird er heute ausgezeichnet. Müssen wir wieder im Film uns mal genau anschauen. Florian Schiek entwickelt zuverlässige, verteilte Systeme in der zentralen Forschung der Robert Bosch GmbH in Hildesheim. Sein Fokus liegt auf intelligenten Verkehrssystemen und ihrer Vernetzung mittels Fahrzeug-zu-Alles-Kommunikation, kurz V2X. Diese erlaubt es, Daten zwischen diversen Fahrzeugen und Infrastruktur anonymisiert auszutauschen und bildet eine wichtige Informationslage für Fahrende und Assistenzsysteme. Als ein globaler Vorreiter von V2X entwickelt Florian Schiek Technologien, unter anderem für den Schutz gefährdeter Verkehrsteilnehmender, das automatisierte Parken und kooperatives Fahren. Damit sich künftig weltweit Milliarden vernetzter Geräte austauschen können, ist Standardisierung und Optimierung der Schlüssel zu zuverlässiger Kommunikation. Mit seiner Forschung leistet er einen wesentlichen Beitrag zum Teilen von Sensordaten und damit zum autonomen Fahren. Substanzielle Teile seiner Doktorarbeit sind heute in europäische Standards integriert. Für Florian Schiek ist V2X ein Top-Forschungsthema, um unsere Welt sicherer und ökologisch nachhaltiger zu gestalten. Herzlichen Glückwunsch zur Auszeichnung, Herr Dr. Florian Schiek. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Ja, auch für Herrn Schiek lese ich kurz die Laudatio vor. Die Auszeichnung erfolgt in Anerkennung seiner herausragenden Arbeiten zu vernetzten, intelligenten Transportsystemen. Gebe ich Ihnen schon mal die Urkunde. Vielen Dank. Und dann machen wir auch wieder die Medaille auf. Auch hier der Siemens-Kopf. Und wenn Sie sie umdrehen, werden Sie auch genau sich selbst dann finden. Wir können auch gerne noch eins machen, wieder Männer in der Mitte. Ja, mit dem Mann in der Mitte, okay. Ja, genau. Gut, der denkt innovativ, ja. Ja. Wenn es die Chance gibt, genau. Die Frage ist natürlich, V2X ist ja schon wieder völlig daneben, es heißt also V2X. X, genau. Und steht für was? Fahrzeug-zu-alles-Kommunikation, das heißt im Prinzip, vernetzt man alle Verkehrsteilnehmer, das ist Infrastruktur, das sind Fahrzeuge, es können Fahrräder sein, damit sie Informationen austauschen. Ja, der Hintergrund, für Vehicles, für Vehicle, genau. Ja, Vehicle, es muss ja nicht unbedingt ein Fahrzeug sein, es kommt von da. Mhm. Es könnten auch zwei E-Bikes sein, die Daten austauschen oder ein E-Bike mit einer Infrastrukturkomponente. Und der Hintergrund ist, wir haben relativ viele Unfälle, nicht wahr? Die üblichste Todesursache für junge Leute, also unter 30 Jahren, ist ein Verkehrsunfall weltweit. Und das möchte man natürlich umgehen. Dafür gibt es Assistenzsysteme oder in der Zukunft vielleicht automatisiertes Fahren. Dafür braucht man aber natürlich eine gute Informationsgrundlage. Sensoren heutzutage können nicht um die Ecken schauen, haben bestimmte Begrenzungen. Und dafür ist V2X. Alle können im Prinzip die Daten anonymisiert dann teilen und damit eine bessere Informationsgrundlage schaffen. Was muss man dafür ursprünglich studiert haben? In meinem Fall, ich glaube, aus verschiedenen Hintergründen kann man dazu beitragen, mit Sicherheit. In meinem Fall hatte ich auch zwei Studien parallel gemacht. Ursprünglich, es gab kaum Themen, die mich nicht interessiert haben. Das heißt, ich hatte das angegangen mit ganz Grundlagenforschung. Schwarze Löcher untersucht im Bachelor. Ich habe für einen CERN Forschung betrieben. Also für diesen Partikelbeschleuniger, da auch gleich das Higgs-Teilchen, also dieses Scott-Teilchen mitgesucht. Aber als Physikstudent, Physik? Damals noch Physik, genau, Kerch-Teilchen und Astrophysik. Dann habe ich die Stufe oben drauf gebaut, Halbleiter, Nanofabrikationen und so weiter. Wenn man die Basis hat mit Quantenmechanik, Quantenchromodynamik und so weiter, dann ist das nicht so weit entfernt.
Dann die nächste Stufe war Energiewissenschaften. Da habe ich Batterien geforscht, Alternativen zu Lithium-Ionen-Batterien. Hatte ein Jahr lang da auch im Labor dann dran gearbeitet. Genau, und später war dann für mich interessant, nochmal eine Stufe höher zu gehen. Und da war das dann genau dieser Transfer in die Wirtschaft. Deswegen mit Bosch das dann zu machen. Ich glaube, Bosch hat eine sehr, sehr interessante Forschung, sehr weit gefächert. Verteilte Systeme, da muss man viele Informationen hin und her tauschen. Das war also genau meine Entscheidung dann. Parallel hatte ich auch Wirtschaft noch ein Master studiert. Genau, Wirtschaft interessiert mich auch. Genau. Das war so ein bisschen der Weg da. Also sehr innovativ, sehr, sehr gut. Vielen Dank, ich freue mich auf die Diskussion. Vorsicht mit der Stufe und Glückwunsch nochmal. So, jetzt kommen wir zur vierten Preisträgerin. Der geht an Frau Dr. Yvonne Speck-Leixnering von der TU Darmstadt und der Robert Bosch GmbH. Auch sie hat eine Schlüsseltechnologie entwickelt zum Aufbau eines zukünftigen Energieverteilungssystems für erneuerbare Energien. Ausgezeichnet wird sie auch für die Realisierung unterirdisch verlegbarer Höchstspannungskabel. Das habe ich verstanden. Damit wir noch mehr verstehen, schauen wir den Film. Yvonne Speck-Leixnering forscht an der Technischen Universität Darmstadt zu elektromagnetischen Feldern. Seit kurzem arbeitet sie auch für die Robert Bosch GmbH. Ihr Schwerpunkt liegt in der präzisen, dennoch reduzierten, mathematischen Beschreibung und der Simulation elektromagnetischen Verhaltens. Genau an der Schnittstelle zwischen theoretischer Betrachtung und praktischer Anwendung. Yvonne Speck-Leixnering entwickelt Modelle von alltäglichen Geräten und Anwendungen wie E-Bikes oder Energieübertragungssystemen. Diese Modelle erfassen die komplexe Natur der elektromagnetischen Felder, um sie am Computer zu simulieren. Mit ihrer Forschung kann die Energiewende technisch besser umgesetzt werden. Sie untersucht den notwendigen Wandel der entsprechenden Technologie und Infrastruktur. Das Blickfeld ist umfassend bis ins gewichtige Detail. Die von ihr entwickelten Simulationsverfahren ermöglichen virtuelle Experimente und die Optimierung zukünftiger Produkte. Gefahrlos, rückwirkungsfrei und kostengünstig. Yvonne Speck-Leixnering lernt fast täglich Neues. Durch enge Teamarbeit erlangt sie ein tieferes Verständnis für die komplexen elektromagnetischen Zusammenhänge. Besonders erfüllend ist die unmittelbare Nähe zu den Anwendungen, wenn sie sieht, wie ihre Simulationen Produkte konkret verbessern. Herzlichen Glückwunsch, ein viertes Mal, Frau Dr. Speck. Herzlichen Glückwunsch. Ach, toll. Ja, auch bei Ihnen zum Glückwunsch nochmal. Die Laudatio, die Auszeichnung erfolgt in Anerkennung Ihrer herausragenden Arbeit zu computergestütztem Design von Betriebsmitteln und Systemen der Hochspannungstechnik. Dankeschön. Und auch hier machen wir nochmal die Medaille auf. Oh, über die Medaille, da freuen sich hier die kleinen Zwerge. Genau, ja, könnt ihr mal auf die Rückseite gucken, was da zu sehen ist. Frau Dr. Speck, ich möchte Sie gerne vorneweg noch mal fragen. Hier habe ich auch verstanden, dass Sie ursprünglich Ingenieur. Ich bin nur Elektrotechnikerin. Elektrotechniker, okay, studiert haben. Gut, das wäre jetzt dann eben auch die Frage. Sie haben Elektrotechnik studiert und haben dann wie den Weg genommen zu diesem Betätigungsfeld heute? Elektrotechnik, also die Maxwell-Gleichungen, die sind ausreichend, die beschäftigen uns bis zur Rente. Und ich habe relativ früh im Studium gemerkt, oh, Hochspannung ist super spannend. Da sind die Geräte so groß und Miriam Koch, die heute auch da ist, die lässt mich auch immer noch ab und zu in die Hochspannungshalle. Aber dann bin ich in die Theorie elektromagnetischer Felder gekommen, weil ich bin ungeduldig und Experimente brauchen sehr lang. Das haben wir heute auch bei BioNTech gesehen. Und am Computer können wir viele Sachen heute viel schneller untersuchen. Und nachdem ich das verstanden habe und Miriam mir immer noch ab und zu die Tür zur Hochspannungshalle öffnet, ergibt sich da ein interessantes Forschungsfeld. Okay.
Okay, also es gibt viele Fragen, die Sie stellen. Wir haben 20 Minuten Zeit. Ich darf Sie bitten, auch Platz zu nehmen. Ich muss die Medaille abgeben. Sie dürfen die Medaille schon mal genau den eigentlichen Chefs abgeben. Mir ist alles klar. Ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Also beeindruckende Forschungsleistungen und das in jungen Jahren. Ich würde jetzt gerne als erstes mal die beiden Damen befragen und würde vielleicht ganz gerne bei Frau Dr. Speck bleiben, die ja auch jetzt direkt den Nachwuchs hat. Es ist ja schon auch immer noch ein Thema, Frauen in die MINT-Berufe zu bekommen. Ja? Jetzt, ja, Sie ziehen schon einen Flunsch, Sie können es nicht mehr hören. Ja? Also wie selbstverständlich ist es? Wollen Sie dann doch vielleicht gleich, Frau Professorin George, Frauen in MINT-Berufen läuft? Also in der Gruppe, in der ich arbeite, dort, wo ich arbeite, an der Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung, würde ich sagen, läuft es sehr gut. Ja. Natürlich ist es allgemein nicht so einfach, gerade wenn es dann auch in Richtung Informatik geht. Ich habe auch Informatik zum Teil eben studiert und dann sah man dann eben auch schon unter den Studierenden eine andere Zahl einfach an Frauen. Ja. Und heute würden Sie sagen, prozentual sind wie viele Ihrer Kolleginnen Frauen? Kann man das sagen? 30, 40, 50 Prozent? In der Gruppe, in der ich selbst arbeite, ist der Großteil der Doktoranden tatsächlich weiblich. Und auch dort, wo ich arbeite, in der Bundesanstalt, ist es auch relativ ausgeglichen. Ja. Ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf. Meine Chefin hört natürlich jetzt online zu. Die weiß das viel besser als ich. Würden Sie denn das bestätigen hier in der Runde, Frau Dr. Speck? Viele Kolleginnen? Nee. Sie sehen, die Frage war doch nicht so unberechtigt, ja? Also für mich war es im Studium ein Kontrast nach der katholischen Mädchenschule. Oh. Aber ein wohltuender Kontrast. Also ich finde es ganz gut da unter den Jungs. Und die Damen, mit denen wir arbeiten, das finde ich ist immer ein ganz besonders enges Netzwerk. Und ich freue mich auch besonders, wenn wir es schaffen, unter den weiblichen Studierenden welche zu begeistern, die bei uns dann oft eine Bachelorarbeit, eine Masterarbeit schreiben, die eine Promotion beginnen. Ich freue mich ganz besonders, natürlich auch über die männlichen Kollegen, aber auch besonders über die weiblichen. Und da merke ich schon, da haben jetzt auch viele auch von den männlichen geguckt, wie geht es denn jetzt von der Uni jetzt in die Industrie? Und ich glaube, das ist einfach auch ein schönes Zeichen. Auch bei Bosch ist es richtig gut und Bosch hat da super viel möglich gemacht. Auch gerade, Sie haben es gesagt, mit dem Nachwuchs und so und da... Also das muss ich sagen, das fühlt sich sehr gut an. Auch wenn wir noch wenig Mädels sind. Ich würde gerne Sie beide, die Damen, sorry, erstmal kurz abfragen bzw. erfragen, in Erfahrung bringen. Wie kamen Sie ursprünglich auf die Idee, in die Richtung Elektrotechnik gehen zu wollen? Ja, der Physik-Leistungskurs hat mich vorgeschädigt. Die Tesla-Spule. Hier auch Physik-Leistungskurs? LK, ja, natürlich. Nee. Und? Ja? Doch nicht. Nein, doch nicht. Nicht. Dachte ja, aber nein, ich habe weder Mathe noch Physik gemacht. Geschichte der Religionen und Biologie. Okay, okay. Und Frau Professorin George, was hat Sie ursprünglich in diese Richtung motiviert? Ich habe auch Chemie-Leistungskurs gemacht, Mathe-Leistungskurs dazu. Tatsächlich auch Politik- und Wirtschaftsleistungskurs, aber... tatsächlich meine Teilnahme an der Chemieolympiade. Ich habe relativ früh an so Schülerwettbewerben teilgenommen und dadurch war das dann relativ klar, dass ich dorthin wollte und auch Chemie studieren wollte. Und dann hat sich das mehr in Richtung Informatik dann bewegt über die Jahre. Also Sie alle, Sie sind ja nun Jungwissenschaftler und Jungwissenschaftlerinnen. Ich sage mal, ihr seid alle recht jung. Ich würde mal sagen, so plus minus um die 30. Starke Abweichung hier. Ich muss gut gehalten. So um die 30, ja. Gut, gut, gut. Das ist schon mal sehr gut. Wir leben ja in einer Zeit, in der viele junge Leute einfach nicht wissen, was sie machen sollen. Die an nichts so Spaß finden, dass sie sagen, das ist die Richtung. Jetzt habe ich hier schon mit den beiden Herren verstanden. Ihr seid sozusagen multi-interessiert und guckt kreativ, was macht Spaß. Aber was würdet ihr jungen Leuten raten, wie finde ich meinen Weg? Herr Dr. Grum. Ich würde sagen, einfach durchs Ausprobieren. Also ich rate auch immer meinen Cousins oder meinen jüngeren Bekannten, wenn sie ins Studium anfangen, es ist erstmal egal, was man anfängt zu studieren und sich in alle Kurse hineinzusetzen, in die Astronomie, kommt ja aus der Schule, wird konfrontiert mit diesen Standardfächern wie der Informatik, der Mathematik und dann
hat man noch überhaupt gar keine Ahnung, was das Studium einen für Möglichkeiten bietet, was die Astronomie für tolle Einblicke gewährt, welche Facetten man in der Chemie noch oder in der Materialinformatik kennenlernt. Das habe ich bis gerade auch nicht gekannt, dass es sowas überhaupt als Studium gibt. Ja, ich bin beruhigt. Super faszinierend. Und dass ich das nicht weiß, indem man sich ausprobieren, ja, kriegt man dann mit, was einem liegt und was einem interessant ist. Und ich glaube, diesem Interesse zu folgen, ist so der Schlüssel, irgendwo sich lange auch mit einer Thematik auseinanderzusetzen und nicht die Motivation zu verlieren oder auch mal eine Durststrecke auszuhalten, wenn es eben mal nicht weitergeht und sich dann auch zu motivieren, wenn es mal länger dauert. Ich würde jetzt Herrn Dr. Schiek noch zu der, wie soll ich sagen, zur Wurzel der Begeisterung befragen. Sie haben ja eben schon kurz geschildert, mit Physik begonnen und wie es dann so weiterging. Aber wie entstanden Ihre Entscheidungen, dann auch nochmal da reinzuschauen und da reinzuschauen? Waren das vielleicht auch motivierende Professoren? Definitiv. Also ich könnte eine ganze Liste von sehr motivierenden Professoren nennen. Werde ich euch jetzt ersparen hier, kann man vielleicht im Nachgang nochmal durchgehen. Machst du eine Weihnachtspost. Genau. Ich denke auch, dass da das Umfeld sehr wichtig ist, inwiefern die einem die Sachen nahe tragen. Also wie Markus schon sagte, ich bin auch sehr überzeugt, dass es wichtig ist, dass man nicht nur die harte Theorie überträgt, sondern auch ein Ziel gibt. Schau mal, du kannst jetzt das und das erreichen. Probier doch mal den Weg. Du wirst definitiv ein paar Mal hinfallen auf dem Weg. Aber wenn du es dann erreichst und die Sachen löst, die da kommen, dann aber das klingt schon schwer nach so intrinsischer Motivation. Woher kommt die? Genau, also ich bin in Südamerika aufgewachsen und dort ist es häufig auch relativ kompliziert, dieses Thema. In Deutschland gibt es sehr, sehr viele Sachen. Man kann sicher noch einiges verbessern. In Südamerika, da hatte ich zum Beispiel mit einer Freundin ein Projekt aufgesetzt. Da ging es darum, bei Frauen, die aus sehr komplizierten Hintergründen kamen, also bis 18 in der Regel, wo vom Gericht her die Eltern nicht mehr die Befugnis hatten für diese Kinder. Und die kamen alle dann in so eine Art, aus meiner Sicht, Gefängnis nach außen, also damit die Leute nicht reingehen und da schlechte Sachen machen. Und die waren natürlich komplett abgehängt von der Gesellschaft. Man überlegte Methoden, die wieder zurückzuführen. In welchem Land in Südamerika? In Chile. Also innerhalb von noch besser, aber auch da sind sehr viele, sagen wir, größere Herausforderungen. Es passiert da auch einiges noch. Ja, klar. Ja, genau. Ja. Also, ich möchte mal gerade nachfragen, ihr seid ja alle auch in der Rolle, dass ihr Lehrende seid. Ihr seid Lehrende, auch in der Bosch Research nicht. Wenn ich noch kurz den Gedanken fertig machen kann, das braucht nicht lang, genau. Also ich will nur sagen, wenn man, ich sag mal, mit Problemen dieser Welt konfrontiert ist, dann kann man daraus ja auch eine unglaubliche Motivation ziehen. Auf das möchte ich auch gleich hinaus. Diesen Transfer habe ich schon mal schnell hingekriegt. Ja. Was wir dann gemacht haben, war eben diese Damen da, die hatten wirklich sehr, sehr komplizierte Hintergründe. Also häufig hatten sie sogar Namen, wo man sagt, die Eltern, die haben wirklich das Letzte, was sie mögen, sind diese Kinder. Und entsprechend schwer war es, mit denen umzugehen. Also wir waren dann da, waren ungefähr 100 Leute, die wir organisiert haben, alle jüngere Leute, um dann diesen Kindern Sachen beizubringen. Und das war sehr interessant, am Anfang wirklich sehr, sehr schwer. Sie blockierten alles, sie kannten vom Fernsehen, dass sie so und so tanzen müssen und dies und das. Das heißt, andauernd waren die da und sie hatten ja keine männlichen Wesen um sich da. Also es war am Anfang wirklich schwer, da überhaupt reinzukommen. Aber dann haben wir ihnen Sachen gezeigt. Chile ist das erdbebenreichste Land der Welt beispielsweise. Und das heißt, es kommt immer mal wieder dazu, dass ein größeres Erdbeben ist und dass dann der Strom weg ist. Dann haben wir ihnen gezeigt, gut, was ist, wenn der Strom weg ist? Ihr könntet euer Handy vielleicht laden, wenn ihr entsprechend noch ein paar Früchte zu Hause habt, da vielleicht Münzen, dann daraus eine kleine Batterie macht. Es funktioniert nicht immer sofort, nicht wahr? Also man kann dann vielleicht andere Sachen erst machen. Das Radio fällt vielleicht aus, ne? Dann kann man ein Radio vielleicht bauen und solche Sachen. Und das motiviert die Leute dann sehr. Wir haben sehr viele verschiedene Kurse in sehr unterschiedliche Richtungen gemacht. Wir haben Magie beigebracht und so. Dann natürlich, dann sieht man, wie da die Karte verschwindet oder so. Es ist eine Kindersache im Prinzip, aber es motiviert und sie wollen wissen, wie es funktioniert. Und sobald schon die Motivation früh angefangen da ist, und daraus zieht man eben Motivation. Ja.
Ich wollte jetzt weiter denken in Richtung, dass ihr alle auch Lehrende seid, wobei ich das bei Ihnen nicht weiß, Herr Dr. Schick, bei Ihnen nicht, aber Sie drei. Das heißt, Sie haben dann auch mit jungen Studierenden zu tun, sehen auch eben, ich sag mal, erfolgreichere oder vielleicht auch weniger erfolgreiche Studierende, bei denen es dann eben auch darum geht, dranbleiben, aufgeben, Weg wechseln. Frau Dr. Speck, Sie nicken. Wie gehen Sie mit diesen schwierigen Situationen um, wenn Sie jetzt gesetzt den Fall, oder vielleicht können Sie aus Ihrer Erfahrung berichten, von einem Fall so und so, von wegen, da wollte ein junger Student abbrechen und Sie konnten ihn motivieren, dran zu bleiben mit diesem oder jenem? Also ich war stark involviert in die Veranstaltung Grundlagen der Elektrodynamik und das ist ein Fach, was einen gewissen Ruf an der Uni hat. Und ich habe am Anfang dann in der Vorlesung so ein Bild von, also ich bin ein großer Bergfan, und ich habe so ein Bild von so einem Gebirge gezeigt und habe gesagt, ich weiß, ich habe damals schon im zweiten Semester in der Fachschaft, liebe Grüße an die Fachschaftler, von den Fachschaftlern erzählt bekommen, boah, der GED, die Grundlagen, das schaffst du nie, da fällt man immer das erste Mal durch, das ist total schwierig, schafft kein Mensch. Und irgendwie, das hat so einen eigenen Bias bei den Leuten, bei den Studierenden gemacht. Und dann habe ich ganz bewusst dieses Bergbild gezeigt und gesagt, ja, das ist ein Berg. Und die Maxwell-Gleichungen, habe ich gesagt, die beschäftigen uns ein bisschen. Und die muss man, das war vorhin in dem Film, die muss man aufschreiben mit einer gewissen Präzision. Und das ist die Erwartung, die wir an Absolventen der TU Darmstadt haben in Elektrotechnik, dass ihr das könnt. Aber ihr seid nicht alleine. Wir sind da. Wir helfen euch. Wir haben uns super viel Arbeit gemacht mit den Materialien. Wir haben in der Corona-Zeit in kürzester Zeit alles auf Videoformat umgestellt. Wir haben Sprechstunden im Angebot. Ihr müsst es nicht alleine machen. Und wir haben gemeinsam als Team versucht, gegen dieses Bild zu arbeiten, gegen diese Self-Fulfilling Prophecy. Und da habe ich tatsächlich, oder haben wir vom Lehrstuhl die Rückmeldung bekommen, dass das bei einigen angekommen ist. Und ich glaube, das ist mir wichtig, dass wir sagen, du bist ja nicht alleine. Und Sie sind jetzt ja als junge Lehrende noch sehr nah dran, Frau Professorin George. Wie erleben Sie das? Oder wie gehen Sie mit, ich sag mal, Problemfällen um, wenn Sie sehen, Mensch, der hat an sich Talent, dieser junge Student, aber er liefert nicht? Haben Sie dann die Kapazität, solche Menschen anzusprechen und zu sagen, du musst dich mal hinsetzen, das machen und dann läuft das? Oder wie gehen Sie mit der Situation um? Also wir versuchen natürlich schon sehr, sehr individuell eben zu unterstützen. Tatsächlich ist auch meine Gruppe an Doktoranden und Doktorandinnen gerade hier. Die hören auch zu im Publikum. Wir versuchen da wirklich auch viel Betreuung zu liefern und dann eben auch Personen eben bei den jeweiligen Problemen zu unterstützen und dann eben auch zu sehen, wo man zusätzlich vielleicht weitere Kurse belegen könnte. Also es geht gerade vor allem um Promotionsbetreuung in dem Fall, sodass man eben die Forschungstätigkeit da sehr gut erledigen kann. Ja. Und Herr Dr. Grum, jetzt ist gerade der Präsident der JGU gegangen. Ich weiß aus dem Kuratorium, dass die Zahl der Studierenden zurückgeht. Ich weiß nicht, wie das jetzt zum Beispiel an der Uni Potsdam ist und auch in Ihrem Fachbereich. Wie sehen Sie den Zulauf, erstmal quantitativ, aber dann auch in der Qualität? Bringen die Leute das mit, was sie brauchen? Also die Universität Potsdam versucht sich natürlich zu präsentieren als das Forschungsinstitut, was attraktiv ist und Studenten dann auch an die Universität zu holen. Wir haben jetzt zwei neue Schwerpunktbereiche eingeworben und sind auch sehr stolz darauf und versuchen auch die Studenten hier einzubinden. Hier bringt natürlich jeder Student unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten mit. Gerade in der Wirtschaftsinformatik haben wir manche Studenten, die können schon programmieren, andere, die können es noch nicht. Wir haben auch viele Psychologen, die bei uns in den Veranstaltungen sitzen oder Sportwissenschaftler. Und da geht es eigentlich auch darum, also das ist vielmehr eigentlich die Aufgabe, die ich bei den Dozenten sehe, festzustellen, wo ist so das individuelle Leistungslevel und bei dem dann anzusetzen, also den individuellen Lerner als Subjekt zu begreifen und dann zu motivieren, seine Fähigkeiten auszubauen. Das heißt, eigentlich hat jeder Student so einen individuellen Lernweg durch die Veranstaltungen, die ich zumindest versuche zu geben, wo der eine dann, der programmieren kann, schon ganz andere Sachen leistet, wie der andere, der noch die Grundlagen erst nachholen muss und eigentlich sich dann auch in den Kurs
beginnt ein Gefüge zu entwickeln, wo der Bessere in der Programmieraufgabe dem anderen hilft, diese Schritte nachzugehen. Aber ist der Zulauf jetzt rein in der Quantität erstmal jetzt so, dass Sie in Ihren jeweiligen Fachbereichen und an den Unis, an denen ihr aktiv seid, sagt, okay, da kommt genug rein und da muss man ja eben inhaltlich auch noch weitersehen, um genau das zu machen, was Sie jetzt eben beschrieben haben. Aber jetzt erstmal die Schwelle des Eintritts, ist die so, dass Sie sagen, okay, damit können wir arbeiten? Frau Dr. Speck? Wir müssen die Begeisterung für die Elektrotechnik weiter steigern. Sehr gut. Ja. Sie erfahren Bestätigung hier. Ja. Wir verlieren gerade tatsächlich, glaube ich, viele Studierende in den Bereich Machine Learning in die Informatik. Da müssen wir den Kescher jetzt in Richtung der Informatik strecken. Ich glaube, das hat man auch bei allen der Präsentationen gesehen, dass wir das verstanden haben und wir das in der Forschung auch tun, weil es natürlich auch wichtige Fragen sind, klar. Mhm. Aber Machine Learning zieht gerade unglaublich viel. Finde ich ein bisschen schade, weil ich finde, dass gerade die Nähe, also diese Modellierung, das, was ich mache, das ist unglaublich angewandt irgendwo, aber auch theoretisch. Und da braucht man viel Domänenwissen. Mhm. Und das macht ja eben Machine Learning eben recht wenig. Also man braucht uns auch weiterhin. Wir werden nicht ersetzt durch Machine Learning, hoffentlich. Jetzt ist es ja so, Sie alle haben die Schule noch nicht so lang hinter sich, hatten Physik-Leistungskurs. Würden Sie sagen, dass die Abiturienten, die jetzt in die Universitäten kommen, auch jetzt inhaltlich so aufgestellt sind, dass sie fit für das Studium sind, Herr Dr. Grum? Es gibt viel, was man da noch nachholen kann, aber auch viel, was man ausbauen kann. Er ist der Diplomat, ja? Genau. Das können wir uns merken, ja? Das stimmt. Ja. Aber es wäre mir sehr lieb, wenn Sie eigentlich das Problem beim Namen nennen würden. Also ich verstehe an sich, es reicht nicht. Ich denke, jeder hier hat von den letzten PISA-Studien gehört. Und ich persönlich finde es erschreckend, wie schlecht wir inzwischen abschneiden. Und bin täglich bemüht, dass wir da zumindest von dem, was ich dazu beigeben kann, im Ausbau schaffen. Jetzt haben wir also diese Problemhürde, finde ich, ausreichend behandelt. Das Problem ist erkannt. Wir alle wissen von der letzten PISA-Studie natürlich. Sie alle sind ja Talente, die Sie jetzt hier sitzen. Sie wurden heute ausgezeichnet. Sie haben besondere Forschungsleistungen in diesen jungen Jahren schon erbracht. Was nehmen Sie jetzt aus Ihren Erfahrungen mit und möchten es dann eben vielleicht auch denen, die uns jetzt über den Stream zuschauen, mitgeben? Was muss man machen, wenn man spürt, ich habe eine Idee, die Uni gibt mir die Freiheit, also meine Strukturen sind so, dass ich das tun kann, was ich will. Das wurde ja vorhin auch gesagt, ich muss forschen können in eine Richtung, die mich interessiert, die mich fasziniert, in der ich was machen möchte. Was ist so euer Hauptpunkt, Frau Professorin George? Würden Sie das jetzt so aus Ihrem Erfahrungsbereich, können Sie das definieren? Ja, also für mich ist, glaube ich, die Eigenmotivation bei all den Themen steht wirklich im Vordergrund, dass man da immer motiviert dranbleibt an den Themen dann sich überlegt, welche Forschungsthemen man bearbeiten möchte, da vielleicht eigene Forschungsanträge schreibt, die dann eben auch in Richtung Transfer gehen können vielleicht. Aber wie wichtig war Ihnen dann zum Beispiel die Begleitung durch Professoren? Also absolut, während der Promotion natürlich und auch später in der Postdoc-Phase war das extrem wichtig, dort einen Mentor, eine Mentorin zu haben, die einen wissenschaftlich geführt hat in dem Fall, sodass man interessante Themen bearbeiten konnte, die dann auch eine gewisse Relevanz hatten, ja. Und dort dann auch immer wieder neue Forschungsanträge stellen konnte, sodass ich eben weitermachen konnte auf diesem Pfad, ja. Also die waren extrem wichtig für meine Karriere auf jeden Fall. Herr Dr. Schiek, ich würde Sie jetzt gerne fragen, Sie sind ja schon bei Bosch Research, sind also aus der Uni raus, haben den Schritt in ein Unternehmen getan. Und Sie, ich muss mal sagen, Sie sprühen so eine Motivation aus. Sie haben jetzt die Wurzel, den Grund beschrieben. Das ist auch zum Teil so, man hat es oder man hat es nicht. Und Sie haben diese Motivation, davon ausgehend, dass Sie alle die haben, weil Sie ja alle in Ihren Bereichen forschen, Erfolgserlebnisse haben, Promotionen dann schon geschafft haben und dann eben weiter gefördert werden. Wie war das jetzt bei Ihnen, Herr Dr. Schiek, wenn Sie diesen Lebenslauf, so wie Sie es eben beschrieben haben, mit dem Studium begonnen und da reingeschaut und dann das noch parallel gemacht, wie kam es dann dazu, dass Sie bei Bosch Research gelandet sind?
Genau, gute Frage, genau, definitiv. Also ich hatte ja erzählt, ich habe ein Jahr lang im Labor eine Batterie entwickelt. Wir haben auch eine relativ bahnbrechende Erfindung da gemacht dann. Ich habe mit dem Professor gesprochen, das war ein Juniorprofessor, der hatte gerade den Lehrstuhl, musste neu aufbauen und so, also die Zeit war relativ beschränkt. Und der sagte, das passt, du kannst machen, wie du möchtest. Er war auch sehr, sehr froh über die Ergebnisse. Nach der Hälfte der Zeit sagte er mir, Florian, du bist eigentlich durch, du kannst schon zusammenschreiben, das war's. Ich sagte, aber da ist doch noch so viel zu machen, das müssen wir doch jetzt irgendwie in die Wirtschaft tragen. Eine neue, bessere Batterie, die man sogar theoretisch den Elektrolyt essen kann und so, im Vergleich zu Lithium-Ionen, nicht wahr? Und genau, das war da nicht so richtig gegeben. Andere haben es dann gemacht, haben relativ viel Finanzierung von überall bekommen, sind Ausgründungen aus Unis gewesen. Und dann, genau, dann sagte ich, gut, ein Doktor ist vielleicht interessant, aber wichtiger ist mir Wirtschaft. Idealerweise, man kann es kombinieren. Habe mir verschiedene Sachen angeschaut. Bei Bosch fand ich interessant, dass das eben so viel abdeckt, sehr, sehr viele verschiedene Themen. Sie nannten viele vorhin, KI, Quantentechnologien, alles Mögliche in alle Richtungen. Sehr, sehr viel davon deckt Bosch ab. Und dann, ich erinnere noch das Bewerbungsgespräch, da fragte ich auch, ja, und wie ist das denn mit Patenten? Wie gehen die Sachen in Produkte? Ja, also bei uns mindestens ein Patent im Jahr, das ist so Standard und so weiter. Ich sagte, ja, das ist schon mal ein guter Ansatz da. Und so, also es war sehr, ja, es war völlig klar, dass wenn ich da etwas entwickle, dass es nicht nur irgendwo veröffentlichen und dann, wenn man Glück hat, sieht es irgendeine Firma und wenn nicht, dann ist es weg. Sondern hier ist wirklich Drive da. Also das heißt, der Rat, den ich versuche jetzt zu definieren, den man jungen Wissenschaftlern geben mag, wenn man so einen Weg geht und wenn man auch so, ich sag mal, multitalentiert ist wie ihr hier jetzt alle, dass man sich eben überlegt, was man will, kann man das definieren, und dann eben sich die Kontakte sucht. Zum Beispiel, genau, was man will und die Kontakte, die sind quasi der Katalysator auf dem Weg dann, zu diesem Ziel. Das Ziel ist definitiv zentral und dann eben der Weg durch Kontakte, aber es sind noch mehrere Sachen. Sie erwähnten vorhin, wenn man das selber machen will, vielleicht Finanzierung, ein akademischer Weg ist möglich oder eben mit einem großen Unternehmen wie Bosch. Verschiedene Wege sind da möglich, ja. Jetzt würde ich gerne, um dieses Thema sozusagen abgearbeitet zu haben, wie geht... Darf ich was ergänzen? Ja, eben. Ich will Sie auch fragen, weil Sie haben ja noch zwei, wie soll ich sagen, Werke, wenn ich das richtig interpretiert habe. Was ist mit den kleinen Zwergen, von denen Sie eben sprachen? Die gehören zu Ihnen, ja. Also die Frage ist für mich, wie ist das in Ihrem Lebensweg gewesen? Sie haben irgendwann erkannt, okay, ich habe das Themengebiet im Griff, an der TU Darmstadt, das läuft. Ich bin in dem Forschungsbereich mit der Professorin, mit der Sie ja kooperieren. Ich habe einen sehr schönen Film im Internet gesehen von Ihnen beiden, wie Sie kooperieren in Ihrer Forschung. Was würden Sie als zentral definieren in Ihrer Arbeit an der TU Darmstadt mit dieser, wie soll ich sagen, Talentausstattung, mit dem Erfolg, den Sie haben? Was würden Sie anderen jungen Wissenschaftlerinnen mitgeben wollen? Ich glaube, für meinen Weg, ich tue mir schwer, du hast gerade gesagt, das Ziel ist so zentral. Ich würde sagen, ich fand Hochspannung immer total super, aber letztendlich habe ich meine Entscheidung nicht ausgerichtet nach einem Thema, sondern nach den Menschen, mit denen ich arbeiten darf. Und ich habe mir immer Menschen gesucht, die mich begleiten, von denen ich unglaublich viel lernen kann und mit denen ich auch gut interagieren kann und die mir Rahmenbedingungen geben, ne? So wie so ein Blumentopf, und da muss so der richtige Dünger und Licht und Wasser, das muss stimmen und dann kann ich blühen. Und das ist, glaube ich, mein Rat, den ich Jüngeren mitgeben würde. Ich gucke weniger nach den Themen, sondern nach den Menschen, und so habe ich das jetzt auch beim Übergang zu Bosch auch gemacht. Da hat ein ganz tolles Team auf mich gewartet und da lerne ich unglaublich viel und da bin ich unglaublich dankbar dafür. Wie hat sich bei Ihnen der Übergang von der Uni zu Bosch dargestellt? Ich habe einen Anruf bekommen. Okay, ist die beste aller Lösungen, ja. Das heißt, man war auf Sie aufmerksam geworden mit Ihren Themen, haben Sie offensichtlich über Publikationen sich dann schon einen Namen gemacht. Ja, da ist das berühmte Netzwerken vielleicht doch. Ich finde, der Begriff ist so ausgelutscht, ja, aber ein bisschen war es auch so. Ich meine, die Befristung an der Akademie, die ist ja brutal. Und da wusste ich bin Ingenieurin.
Und mein Papa ist auch schon Ingenieur und war bei Siemens und der hat mir immer so vorgelebt, da gibt es ja richtige Produkte. Und dann war ich da in der Akademie und der Vertrag war befristet. Und dann dachte ich, ich bin auch nicht beliebig mobil. Ich meine, wir wohnen hier im Rhein-Main-Gebiet. Dann habe ich so Steinchen ins Wasser geworfen und über Netzwerke, tatsächlich über Kontakte, die ich hatte von Konferenzen oder auch von unserem Institut in der Industrie, mal angerufen und guckt, was gibt's denn da, was kann man denn da so machen? Und so habe ich auch mal ein ganz unverbindliches Gespräch mit dem Vorgänger auf der Stelle tatsächlich geführt. Und es war auch gar keine Intention, weil ich war noch gut ausgestattet. Ich hatte super spannende Forschung, Anträge und so weiter. Und irgendwann kam dann so ein völlig überraschender Anruf, dass dann eine sehr interessante Stelle wartet. Aber das heißt, Sie sind gar nicht mehr an der TU Darmstadt? Doch. Doch, also dann erzählen Sie uns aus Ihrem Leben, wie kriegen Sie diese beiden Betätigungsfelder in Einklang gebracht? Ja, Hobby, noch ein Hobby und noch ein Hobby. Ja, okay. Nein, da ist wirklich, ich bin mit einigen Randbedingungen und das Leben ist komplex. Ich habe jetzt halt auch einen ähnlich qualifizierten Mann, das ist dann nochmal so ein Pech obendrauf, ja, oder ein Glück. Und dann bin ich mit einigen Randbedingungen in die Gespräche gegangen und wir haben wirklich einen guten Weg gefunden, wie wir das gestalten können. Ich mache das ja noch nicht so lange. Ich bin ja seit Januar 2023 bei Bosch. Ich würde sagen, ich bin immer noch in der Einarbeitungsphase. Die Kollegen haben ganz viel Geduld mit mir dort. Und ich darf auch immer noch die Themen an der Uni mit natürlich einem geringeren Stundensatz noch weiter begleiten. Und ich dachte am Anfang, okay, es gibt Maxwell, Niederfrequent, Hochspannung, das ist Uni. Und dann gibt es jetzt elektromagnetische Verträglichkeit bei Bosch, das viel höherer Frequenzbereich. Ich dachte, okay, das orthogonal aufeinander hat nichts miteinander zu tun. Ich werde ganz viel lernen. Aber ich merke jetzt immer mehr, dass es doch viele Schnittstellen gibt, gerade über diese neuen Methoden. Also das ist jetzt genau, wir sind so in den letzten 5 Minuten unseres Gesprächs. Sie sind jetzt exakt an der Schnittstelle zwischen Universität und Wirtschaft. Wie erleben Sie das? Wie könnte man das noch besser organisieren? Ich habe das Gefühl, jetzt in Ihrem Fall greift da schon sehr viel sehr gut ineinander. Aber gibt es so grundsätzliche Kriterien, die erfüllt sein müssten, um Wissenschaft und Wirtschaft besser miteinander zu verzahnen? Also in meinem Fall kann ich sagen, das liegt daran, weil die Leute, die das zu entscheiden hatten, sehr viel Flexibilität mitgebracht haben und alle an einen Strang gezogen haben, gesagt haben, wir machen da jetzt ein Ding draus. Ich glaube, dass es schon von den Kriterien oder von dieser Ausgestaltung, von diesen Formalismen, die sich die Uni gibt, die sich manchmal auch die Unternehmen geben, wenn es da Probleme gibt und diese Flexibilität dadurch behindert wird, auch wenn dann im Team jemand sagt, ja, das können wir uns total gut vorstellen, aber dann gibt es irgendeine Regularie, die dann sagt, ja, aber die Deutsche Forschungsgemeinschaft erlaubt dies und jenes nicht aus diesen und jenen Gründen, dann wird es schwierig, weil dann irgendwie muss ich mich ja entscheiden. Mhm. Und auch mein Tag hat nur 24 Stunden. Herr Dr. Schiek, Wirtschaft und Wissenschaft, Sie arbeiten in dem Research-Bereich, in dem insgesamt 1700 Mitarbeitende zusammenwirken. Was ist so Ihr Hauptschlüssel, um das besser in Einklang zu bringen? Was würden Sie sagen? Ich finde, bei uns funktioniert das wirklich sehr, sehr gut. Also die Forschung, die Zentralforschung bei Bosch ist wirklich sehr vernetzt. Allein in dem Projekt, was ich leite, haben wir relativ viele Kooperationen mit Professoren. Gerade mit Markus hatten wir auch schon wieder gute Ideen, wie man vielleicht auch wieder kooperieren kann Richtung... Kanntet ihr beide euch eigentlich vorneweg? Können uns nicht, haben aber relativ schnell da. Also, das geht auch schnell, das ist schon mal gut. Sehr keine gut. 3 Minuten gedauert, hat es gefunkt. Ja, genau. Ja, seht ihr, ist doch gut. Hervorragend. Genau, also wir machen bei uns, bei Bosch da auch Industrie 4.0 Themen zum Beispiel. Und das ist da natürlich, hat man ja im Video gesehen, auch ein Thema, Zeitreihen und so analysieren. Und greift ihr da von Bosch Research auf Erkenntnisse aus den Universitäten zurück? Ja, definitiv. Genau. Also wir haben viele Kooperationen, Forschungsaufträge. Viele, die sind wirklich dann über viele, viele Jahre lang, wo man sehr eng zusammenarbeitet. Hat verschiedene Gründe. Sie sprachen es vorher an, man möchte natürlich Talente auch wieder gewinnen. Auf der anderen Seite Wissen mit reinbringen. Man möchte auch bekannt sein in diesen Bereichen, dass man da aktiv ist. Also definitiv, das ist eine sehr zentrale Sache bei uns. Herr Dr. Grum, wie erleben Sie das? Also das ist jetzt hier Networking sozusagen live erlebt. Aber was meinen Sie, wie kann man Wirtschaft und Wissenschaft besser zusammenbringen? Also ich meine, Megathema in dieser Zeit ist ja auch Fachkräftemangel. Das haben wir jetzt ja auch schon gespürt. Und ich glaube, das ist auch Hintergrund natürlich auch ein von außergewöhnlichen neuen Konstellationen. Von daher, haben Sie einen Hauptansatz? Ja, eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, geht es eigentlich nur darum, die Leute in einen Raum zu bringen.
Und wenn der eine gute Idee hat und der andere ein Anwendungsfeld, dann passt es wie der Topf auf den Deckel. Ich hatte auch gerade vorhin schon gemeint, wir haben es in dem Video gerade gesehen, dieses Konzept des neuronalen Modellierens lässt sich super schnell anbinden an die Produkte, an den, also die hier in diesem Anwendungsfeld gerade platziert sind. Und auch wenn ich an die ganzen Forschungsanträge denke, an denen wir immer so arbeiten, eigentlich ist die, geht schnell, dass da eine Idee im Raum ist, die die Wirtschaft dann auch toll findet. Und dann entstehen sofort gemeinsame Forschungsanträge. Die im besten Fall in der Ausgründung in einem kleinen Unternehmen, das dann hoffentlich erfolgreich läuft, münden. Frau Professorin George, Sie sind auch im Grunde an der Schnittstelle zwischen Universität, Jena und auch der Wirtschaft. Wo sehen Sie Möglichkeiten für eine bessere Kooperation? Ja, also ich bin, glaube ich, von allen, die hier sind, noch eher mehr in Richtung universitärer Forschung orientiert, obwohl ich eben an der Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung eben hauptsächlich arbeite, die ja auch eine Ressortforschungseinrichtung ist, ähnlich wie die PTB. Dort habe ich, wie gesagt, eher diesen akademischen Einblick von meiner Seite. Aber ich denke trotzdem, dass auch gerade in dem universitären Bereich, dass vielleicht auch dort dieses Verständnis für die Wirtschaft auch bei den Studierenden vielleicht mehr noch gefördert werden müsste in den früheren Jahrgängen, sodass dieser Übergang dann von Promotion zur Wirtschaft dann vielleicht nicht ganz so abrupt dann auch ist. Das ist so mein Gefühl. Also man sieht eben oft diesen klassischen akademischen Weg, und dann suchen viele den Exit-Wissenschaft dann, was dann natürlich auch schon irgendwie eine Schwierigkeit darstellt. Ja. Also Exit ist jetzt für mich das Stichwort für meine kleine berühmte Schlussrunde, in der ich immer furchtbar gerne ein kleines Fazit gezogen habe. Ich würde gerne Sie alle abschließend fragen, was bedeutet Ihnen die Auszeichnung heute für auch Ihre weitere Arbeit und wie geht es weiter? Also was nehmen Sie mit aus Mainz von diesem Tag der Ehrung? Frau Dr. Speck, wollen Sie anfangen? Gerne. Ich finde, oder ich habe festgestellt, wenn ich hier in die Runde gucke, ich habe viele Einladungen ausgesprochen und freue mich unglaublich, dass so viele Menschen, die mich auf diesem beruflichen Weg begleitet haben und begleiten und weiter begleiten werden, heute da sind. Und es fühlt sich immer komisch an, hier zu stehen, dann so eine Medaille zu bekommen. Also die geht auch an das ganze Team und ich freue mich, dass alle teilhaben und das nehme ich auch irgendwie mit nach Hause und ich merke oder ich hoffe auch, dass man dann vielleicht auch mal, dass wir gemeinsam an so einen Abend zurückdenken und einfach sehen, dass so ein Team, dass es eine Sichtbarkeit hat. Ja. Eine kurze Nachfrage. Der Werner von Siemens hat gesagt, was sich die Stiftung als Überschrift genommen hat: Wer neu und anders denkt, kann die Welt verändern. Sie vier denken neu und anders. Was ist da so Ihr, wie soll ich sagen, Grundappell? Was nehmen Sie von heute mit? Was raten Sie jungen Leuten, neu und anders denken, dafür Kraft, Motivation, Freiraum zu haben? Ich glaube, in diesen Notizen, die wir vorab bekommen haben, da stand auch, welches Vorbild haben Sie? Und ich tue mir total schwer, weil ich habe kein Vorbild in dem Sinn, weil ich finde, wir müssen sowieso mit Vereinbarkeit, mit allen Themen gesellschaftlich, mit dem Druck, der heute da ist, viele Dinge total anders machen. Und ich glaube, das würde ich mitnehmen. Also einfach so auch da sein zu dürfen, wie ich und wie wir mit unserem Weg, wie wir als Familie, wie wir sind, da sein zu dürfen und in einem Team mitwirken zu dürfen. Das nehme ich mit als Neudenken, ja. Und da, dass es auch so da sein darf und mich nicht normativ anpassen muss, als wie muss ein Ingenieur sein, weil, Entschuldigung, ich habe lange Haare. Sie sind neu und anders. Glückwunsch dazu auch. Danke, ja. Sie sind hier alle zu beglückwünschen, genau. Ein kleiner Zwischenapplaus. Frau Professorin George, was nehmen Sie von dem heutigen Tag der Auszeichnung mit? Was bedeutet sie Ihnen und was möchten Sie so in die Runde werfen, neu und anders denken? Also ich freue mich natürlich sehr über die Auszeichnung. Ich freue mich auch, dass meine Gruppe unter anderem da ist, meine Familie da ist, auch Kollegen zuschauen. Und das ist natürlich etwas ganz Besonderes für mich in meiner Forscherinnenkarriere. Und was ich mitnehme, ich denke, dass sehr viele Entwicklungen in den verschiedenen Fächern tatsächlich in eine sehr ähnliche Richtung laufen. Das fand ich sehr spannend zu sehen. Also sehr viel von den Themen, die hier natürlich vorgestellt wurden, beschäftigen sich mit künstlicher Intelligenz, also
wir arbeiten vermutlich an extrem ähnlichen Themen und dass wir da eben dann auch nochmal zwischen den Fachbereichen vielleicht auch nochmal stärker vernetzen insgesamt, um da eben dieses Wissen dann auch voranzubringen. Ja. Herr Dr. Grum, was nehmen Sie mit und sagen, so lässt sich die Welt verändern? Ich nehme mit, dass die Werner von Siemens Stiftung, Ring-Stiftung, eine super professionelle Organisation gezeigt hat, in der Vorbereitung, in der Event, in der Filmproduktion, die wirklich total klasse geworden ist, in der Moderation und ein total super Netzwerk aufgebaut hat, in dem viele Forschungsideen auch entstehen können. Und ich hoffe auch auf diesen Austausch aus der Runde, dass da viele, viele Ideen und Translationen, hieß es vorne auch so schön, entstehen, auf die ich mich schon wirklich freue. Ich kann mir vorstellen, auch hier zwischen, ja, und es geht gleich los, ja. Von wegen, wie geht's weiter? Jetzt. Genau, die ersten Ideen stehen schon im Raum. Und ich nehme aber auch mit, dass ein bisschen Pressearbeit, die hier im Vorfeld geleistet wurde, ich so noch nie erfahren habe und ich auch seitens der Universität Potsdam auf einmal eine Aufmerksamkeit bekomme von Kollegen, mit denen ich schon lange Jahre zusammenarbeite, aus unseren Verwaltungsabteilungen, die sich alle mit mir freuen und ganz aufgeregt jetzt in dem Online-Stream auch zuschauen und was ich so nie gedacht hätte, weil ich den Ball eigentlich auch immer schön flach halte. Also da freue ich mich sehr. Also viel Erfolg auch für Sie weiterhin. Ja, Herr Dr. Schiek, was nehmen Sie mit zwischen Chile, Mainz und Hildesheim? Und Hildesheim, so ist es, ja. Genau, also erstmal kann ich mich auch dort auf allen Seiten ein bisschen anschließen. Ne? Erstmal hier, fand ich sehr interessant. Auch ich hatte Schwierigkeiten, erstmal da Einladungen auszusprechen. Kommt bitte, feiert mich oder so. Das ist definitiv nicht mein Stil. Aber dann eben der sehr gute Tipp, dass es ja eigentlich wirklich eine Sache ist, die man nicht allein gemacht hat. Und ich habe definitiv sehr, sehr, sehr viele Kooperationen gemacht. Ich glaube, 19 Publikationen oder so während dem Doktor. Das ist in der Industrie definitiv nicht üblich. Aber das war niemals möglich ohne viele der Leute, die da sind. Also das ist sehr, sehr zentral gewesen für mich. Und ich denke, die Ehrung ist deswegen für alle zusammen. Allein hätte ich das sicher nicht machen können. Auch vom Umfeld her, von Bosch, das ist wirklich sehr, sehr toll. Wir hatten es vorher beim Besuch bei BioNTech ein bisschen besprochen. Da wurde gesagt, Industrie ist ja häufig patentieren, Produkt fertig, Forschung ist da nur für einen selber. Bei uns ist das anders. Ich glaube, es gibt auch ein paar andere Unternehmen mit Sicherheit, wo das so ist, aber ich weiß nicht, ob ein anderes Unternehmen das so stark macht wie Bosch. Wir sind auch wirklich sehr dann hinterher, dass wir zusammenarbeiten mit anderen, akademischen Instituten und so und dann wirklich auch da Veröffentlichungen machen. Das ist wirklich sehr, sehr leicht. Wolfgang Niem ist da zum Beispiel, er musste das immer freigeben, ist der Abteilungsleiter. Wenn ich eine Publikation Chef machte, genau, Chef vom Chef. Und und das ging immer super leicht. Das Vertrauen war da, man kann das machen und entsprechend das kann man dann auch den anderen bereitstellen. Natürlich ist das eine oder andere Patent dahinter, aber dann kann man es auch an alle tragen. Und das ist auch Teamarbeit. So von daher, ich glaube, das sehen hier alle Professoren, Abteilungsleiter, Chefs, Teammitglieder, auch jetzt draußen, die uns zugeschaut haben, die gehören alle sozusagen dazu und sind dabei auf der Bühne, sind mit zu beglückwünschen. Noch einmal ein ganz herzlicher Glückwunsch an Sie alle. Vielen Dank für das Kommen nach Mainz, Ihnen allen für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen allen alles Gute, eine schöne Weihnachtszeit, Frieden für uns alle in dieser doch auch schwierigen Zeit. Und ich sage mal, hier sitzen Leuchttürme der Hoffnung, die eben ja an einer guten Zukunft arbeiten. Von daher viel Erfolg dafür, alles Gute für Sie vier, für Sie auch allesamt alles Gute. Und jetzt darf ich noch Herrn Dr. Alt noch zu einem Abschlussfoto zu uns auf die Bühne bitten. Frau Professorin Denz bitte auch. Und dann mit diesem fulminanten Abschiedsfoto wünsche ich Ihnen allen einen schönen Abend. Vielen Dank. Und ihr steht zusammen, ihr Ausgezeichneten, bitte zusammenstehen.
Und vielleicht Frau Professorin Denz an die eine Seite, Herr Dr. Alt an die andere Seite. Oh ja. Und kommen Sie ruhig, Frau Professorin Denz, an die Seite. Wir müssen ja zusammen auf ein Foto, beziehungsweise Sie alle auf ein Foto. Was ist das so, Professor? Und nach vorne ins Licht. Das halten? Ins Licht. Ja. Stimmt, ja. Ja, wenn Sie das hinbekommen, sonst. Sie müssen näher da. Ich auch was halten. Ja, oder? Runter? Ja, genau. Und alle schön zusammen. Ach so. So. Das hat die nicht. Dafür gehen wir.